Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. In der letzten Folge haben wir schon so ein bisschen hier im Krater von Un'Goro gequestet. Und ich habe jetzt sogar in der Zwischenzeit Sol'Farak als eigenes Video aufgenommen. Eventuell, wenn ihr diese Folge hier seht, die jetzt am Samstag um 18 Uhr kommen müsste, ja, kommt vielleicht das andere auch schon online. Ich weiß nicht, ob ich das noch rechtzeitig hochladen kann. Ich sehe hier die ganze Zeit schon, dass wir Post haben. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob wir hier einen Briefkasten finden. Masura, okay. Wer ist denn Masura? Ist das einer von euch, die hier zuschauen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde auf jeden Fall gerade keinen Briefkasten Masura. Das heißt, das werden wir uns später anschauen. Auf jeden Fall schon mal danke. Egal, was du uns geschickt hast. Und ich würde sagen, wir questen jetzt einfach mal hier. So, mal gucken. Ja, Ringo am Feuersäulengrat. Alles klar, ich würde sagen, wir klettern hier schon mal rauf. Das wird eine lustige Quest, sage ich euch. Die war früher sogar noch lustiger, weil Marshall's Wear? Warum sage ich immer Marshall's Wear? Ich fühle mich so ein bisschen wie ein Amerikaner, wenn ich so rede. Marshall's Wear natürlich. Das ist immer noch ein deutsches Wort. Aber als Marshall's Wehr noch hier im Norden war, da musste man hier den ganzen... Gut, ich spoilere jetzt erstmal gar nichts. Das wird auf jeden Fall lustig. Das könnt ihr mir glauben. Weil Ringo ist ein sehr lustiger Zeitgenosse, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben gerade mit Marcel zusammen Sol'Farak aufgenommen. Also dieses Video wird eventuell jetzt zeitgleich mit diesem hier freigeschaltet. Das heißt, eventuell könnt ihr euch jetzt über zwei Folgen World of Warcraft freuen. Und die andere geht sogar, glaube ich, 35 Minuten oder so, Sol'Farak. Das werde ich jetzt in Zukunft fortführen. Wir hatten auch einen Levelaufstieg. Der ein oder andere hat das vielleicht gesehen. In der letzten Folge haben wir mit Stufe 50 aufgehört und jetzt sind wir schon 51. Das haben wir alles Sol'Farak zu verdanken. Und das kann ich auch zeigen. Nachdem wir diesen Levelaufstieg hatten, haben wir Schwarzfels tiefen oberes Viertel freigeschaltet. Das heißt, der ganze Spaß hier, beziehungsweise Stratholm Haupttor, Stratholm werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen, aber Schwarzfels tiefen versunkener Tempel und überhaupt die ganzen Schwarzfels tiefen, die kommen alle noch in ein eigenes Video, wo ich dann quasi, ja, keine Ahnung, Schwarzfels, ich weiß jetzt nicht, Schwarzfels tiefen wurden jetzt wohl aufgesplittet in mehrere Unterinstanzen. Ja, dass die halt alle ein eigenes Video bekommen wie Sol'Farak und dann halt, keine Ahnung, 35, 40 Minuten gehen. Eventuell mit ein bisschen weniger Kommentar, wie das auch bei Sol'Farak war. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Was haben wir da noch? Bergsilbersalbei. Okay, da vorne ist Ringo, dann kümmern wir uns erstmal um Ringo. Wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall jetzt fortführen. Jetzt nehmen wir hier erstmal... Wo ist denn das? Bin ich blöd? Jetzt schauen wir mal. Nee, irgendwo muss das jetzt sein. Ansonsten, wir suchen das jetzt mal hier ganz kurz zusammen. Döp, döp. Da sehe ich es nicht, da sehe ich es auch nicht, da sehe ich es auch nicht. Da sehe ich es auch nicht. Wo ist denn das? Wo haben wir das hier aufgehoben? Haben wir das in Tanaris aufgehoben? Die Quest können wir auch machen, die ist auch ziemlich lustig. Nehmen wir die mal an. Findet OOX17TN. Ja, in Tanaris haben wir den aufgehoben. Davon gibt es nämlich drei Stück. Einen in Tanaris, einen in Ferralas, einen in... Lass mich überlegen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo anders gibt es noch einen dritten. Alles klar, ihr habt ein merkwürdiges Gerät aus Metall entdeckt, das die Form eines Eis hat. Als ihr einen der Knöpfe berührt, erwacht das Ei zu Leben und verwandelt sich in eine Art Gnom-Roboter-Apparat. Aus dem Inneren des Robot-Eis erklingt eine rasselnde Stimme. Mein Name ist Glotz und mein Leitroboter ist verloren gegangen. Ich würde euch belohnen, wenn ihr ihn aufspürt. Bringt dem Roboter bitte diesen Signalgeber. Hervorragend, jetzt habe ich die Koordinaten für euch berechnet. Er ist in der Nähe der klaffenden Schlucht in Tanaris abgestürzt. Alles klar. Ja, das werden wir auf jeden Fall angehen, aber für Ringo brauchen wir eigentlich noch... ein Quest-Item. Bin es ja gerade gewillt, das blöde andere Interface noch einzuschalten, obwohl das noch nicht ready ist. Weil... Kann das sein, dass das Quest-Item einfach nach ein paar Minuten verschwunden ist? Ach, wir probieren das jetzt einfach mal. Etwas Hilfe von guten Freunden.
Ja, Ringo ist ohnmächtig, dann lese ich das einfach so vor. Arg, es ist so heiß. Ich war gerade dabei, die Gegend zu erkunden, als die Hitze plötzlich unerträglich wurde. Ich muss wohl einen Hitzschlag haben. Bitte, bringt mich zu meiner Freundin Spraggle in Marshalls Wehr zurück. Ich glaube, es geht mir noch gut genug, um euch dorthin zu folgen. Aber ich fühle mich ziemlich schwach. Wenn ich also nochmal in Ohnmacht fallen sollte, dann bespritzt mich einfach mit etwas Wasser aus Spraggles Feldflasche. Das sollte helfen, hoffe ich. Kriegen wir das jetzt als Item? Tatsächlich, okay. Dann kriegen wir das hier inzwischen wohl hier. So, sollte ich benebelt wirken, gebt mir eine Ohrfeige. Wenn ich ohnmächtig werde, benutzt die Feldflasche. Und jetzt los! Yes, Baby! Einmal hier rumlaufen. Und das musste man halt früher wirklich. Ich glaube, ich brauche hier ein wenig Hilfe. Aufwachen! Idiot. So. Komm her, sehr schön. Das musste man halt früher wirklich hier bis zum Norden machen. Und das war echt lustig. Wenn er alle paar Meter mal einen Schwächeanfall hatte. Müssen wir mal gucken, dass wir hier einen normalen Weg runtergehen, weil wenn er jetzt hier oben in Ohnmacht fällt, ich glaube, ich brauche hier ein wenig Hilfe. Bam! Alles klar. Wenn er hier in Ohnmacht fällt und wir schon runtergesprungen sind, dann könnte das zeitlich ein bisschen eng werden. Aber es schaut einigermaßen gut aus, alles klar. Nee, die Strecke ist echt nicht mehr weit. Das ist inzwischen wohl echt einfach zu machen. Ups, vielleicht könntet ihr mal einen kleinen Klaps auf die Wange geben. Pam! Ihr hättet mich nicht gleich so festschlagen müssen, alles klar. Ja, der ist absolut lustig, der kleine Ringo. Na, wie schaut's aus? Bisher ist er zumindest noch nicht in Ohnmacht gefallen. Ich glaube, ich brauche hier ein wenig Hilfe. Pam! Das ist ja geil. Ach, da unten müssen wir hin, alles klar. Warum habe ich das denn? Komisch. Das hatte ich ja... Hä, sind wir nicht von Norden gekommen? Bin ich gerade ein bisschen blöd? Na, passen wir lieber mal auf. Hey, könntet ihr mir kurz aushelfen? Pam! Alles klar. Oder ist immer noch nicht in Ohnmacht gefallen? Wahnsinn. Jetzt müssen wir hier vorsichtig sein, dass wir hier nicht in irgendwelche Gegner reinlaufen. Naja, okay, hier hinten können wir langlaufen. Das ist, glaube ich, einigermaßen sicher hier. Hey, könntet ihr mir kurz aushelfen? Pam! Ich finde das so lustig. Die Quest ist echt gaudi. Aber wie gesagt, er ist noch absolut nicht in Ohnmacht gefallen. Das wundert mich ein bisschen. So, mal gucken, laufen wir hier richtig? Ja, tatsächlich. Na, Ringu, wie schaut's aus, kleiner Mann? Hey, könntet ihr mir kurz aushelfen? Pam! Oh, fuck. Danke, das habe ich gebraucht. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lustig finde. So ein kleiner Masochist, glaube ich. So, mal gucken. Und da sind wir auch gleich schon. Hey, könntet ihr mir kurz aushelfen? Pam! So, jetzt können wir mal gucken. Kakerlake, keine Ahnung, wir töten es einfach. Overachiever ist zwar an, aber ich weiß jetzt nicht, ob die ganzen Add-ons gescheit funktionieren. Deswegen töten wir einfach alles, was uns vor die Klinge kommt. So, da vorne ist Spraggle. Juhu! Spraggle, ich hätte nicht gedacht, dass ich es zurückschaffen würde. Ringo, es ist nichts passiert. So, jetzt mal gucken. Ringo ist in... Ringo ist in keiner... Oh, ich habe keine Ahnung. Ringo ist in keiner besonders guten Verfassung, Merrily. Aber ich bin froh, dass ich ihn in einem Stück zurück habe. Danke, dass ihr ihn gefunden habt. Ja, bitteschön. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Stimme hier passt. Bleib doch stehen, du blöde Kuh. So, Plattenbeine mit Ausdauer und Intelligenz und Tempo. Das ist was für Paladine, das ist absolut nichts für uns. Nehmen wir es trotzdem mal, das gibt uns am meisten Gold. So, er hier vorne gibt uns eine neue Quest. Sehr schön. Ja, hey Süße. Hey Süße, Interesse, euch was dazu zu verdienen? Das klingt irgendwie falsch, mein Freund. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass einige Interessengruppen gutes Geld für Silitidenbeine zahlen. Ja, ihr habt richtig gehört, Silitidenbeine. Anscheinend sind die richtig lecker, wenn man sie richtig zubereitet. Die sind wie unterirdische Krebse und leben südlich von hier. Das Problem ist, dass ich eine ordentliche Menge brauche, um meine Ausgaben abzudecken. Meint ihr, ihr könntet mir vielleicht so etwa 8 Dutzend beschaffen? WTF. 96 Silitidenbeine. Ah, ich glaube, die lassen da mehrere auf einmal fallen. Ansonsten sollte das ziemlich ekelhaft zu erledigen sein. Hallo? Hallo.
Wenn ihr hier seid, um zu helfen, dann könntet ihr euch vielleicht einer lauernden Bedrohung annehmen. Im Süden liegt die wuchernde Narbe, ein Fasilitätenwimmelnder Außenposten mitten im Dschungel. Ihr könnt ihn gar nicht übersehen. Einer meiner Kundschafter berichtet, dass die Silitiden einen jungen Koloss in ihrer großen unterirdischen Zentralkammer beherbergen. Wenn diese Bestie erst einmal herangewachsen ist, soll sie auf Un'Goro losgelassen werden. So weit darf es nicht kommen, Marilee. Spürt den Koloss auf und tötet ihn. Hallo? Ja, das passt sogar von der Stimme, einigermaßen. Sie müsste noch ein bisschen heller sein, aber da reicht einfach meine tiefe Männerstimme nicht für. Tut mir leid. Alles klar, eine Gruppenquest für zwei Leute, die schaffen wir natürlich alleine. Oh, wir hätten vielleicht Sturmflamme auch töten sollen, als wir schon dort waren. Aber gut, das machen wir mal ganz fix hier noch, bevor wir in den Süden Richtung Schwarmbau laufen. So, das ist, glaube ich, auf der ganz anderen Seite vom Berg. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwo hochkommen. Wo sind wir denn vorhin runtergesprungen? Das war hier vorne, gell? Da war ja ein einigermaßen sicherer Aufstieg. Na, nee. Wo sind wir denn da hochgelaufen? War das hier? Ja, hier schaut's gut aus, alles klar. Na, 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 so, alles klar. So, einmal hier vorbei und dann hier hoch. Ja, da hinten ist es. Bergsilbersalbe, ich will dich abbauen. Mm. Ascheneidechse, okay. Ah, hier geht's nach oben, okay. So war ich für einen Moment ein wenig verwirrt. Das kann natürlich passieren und links von uns ist er. Ah ja, okay, da sehen wir auf der Karte auch schon das, den Totenschädel. So, sehr schön. Okay, das ist immer noch der Bergsilbersalbei von vorhin. Na, mal gucken, die können wir jetzt eigentlich zu zweit hier angreifen. Und diese Anzeige hier links oben, die irritiert mich wirklich extrem. Ich habe auch in Sulfarak ab und zu, ja, etwas verplant auf irgendwelche Skills gedrückt, die wir eigentlich noch gar nicht benutzen könnten, weil ich einfach absolut keinen Überblick hatte, welchen Skill wir denn jetzt benutzen können, weil ich absolut nicht auf meine Wut achten kann, wenn das hier links oben ist. Weil ich bin es einfach gewohnt, dass das hier in unserem Sichtfeld ist, wo wir auch unsere Marilee haben. Also das war schon ein bisschen ekelhaft in Sulfarak. Ich freue mich echt drauf, wenn das Add-on hier aktualisiert wird. Aber hinrichten ist echt ein netter Skill auf jeden Fall, dass wir den jetzt auch in der Verteidigungshaltung nutzen können, ist auf jeden Fall ziemlich nett. Es ist zwar ungewohnt und im Prinzip ist es auch irgendwo scheiße, wenn man sieht, wie schon wieder alles vereinfacht wird, aber es ist trotzdem angenehm. Ich meine, man kann im Prinzip über alles meckern, aber im Endeffekt ist das, macht das das Spielen angenehmer. Es macht das Spielen, ja, vielleicht nicht einfacher, ich glaube, der hauptsächliche Grund für das Meckern ist, dass es einfach ungewohnt ist. Kleine Thoriumader, okay. Na, mal gucken, wir werden uns daran gewöhnen. Es gibt ja bei jedem sehr, sehr großen Patch immer sehr, sehr große Änderungen und im Prinzip gewöhnt man sich dann nach kurzer Zeit wieder dran und ja, dann kommt einem das quasi als Standard vor und sobald es dann da wieder Änderungen gibt, regt man sich wieder auf, weil man sich jetzt schon so krass daran gewöhnt hat. Das ist, glaube ich, einfach menschlich. Jetzt gehen wir aber erstmal die Quest ab, oder? Ja, jetzt gehen wir erstmal die Quest ab und dann werden wir mal in Süden Richtung Schwarmbau gehen. So, lala. Mal schauen, ob der Dino... Ach, der hat schon aufgehört, uns anzugreifen, oder? Nee. Mal gucken, vielleicht hört er hier so auf. Ja, tatsächlich, okay. Gut, und dir? Endlich ist Sturmflamme vernichtet. Danke, Marilee, es hat mich zur Heißglut gebracht. Ach, das ist der, der so schnell redet, gell? Hallo. Ja, hallo. 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 Braucht ihr etwas? Nein, ich brauche nichts, danke. Was kann ich für euch tun? Gar nichts, danke. Schönen guten Tag. Ja, grüß dich. Was vergessen? Nee. Lasst gut sein. Ja, würde ich auch sagen. Das ist übrigens, das machen alle, wenn man sie zu oft anklickt, dann meckern die irgendwann, dass man damit aufhören soll. Das ist bei Gnomen ziemlich lustig, jetzt muss ich mal gucken. Bei weiblichen Gnomen, haben wir hier einen weiblichen Gnom? Jetzt muss ich mal gucken.
Was ist das? Ein Goblin ist das. Okay. Hm, ich hätte jetzt gerne einen weiblichen Gnom. So einen kleinen weiblichen Gnom. Das sind aber alles Goblins. Da haben wir einen Gnom-Koch, aber der ist männlich. Hey, grüß dich. Braucht ihr Hilfe? Nein, danke schön. Kann ich euch helfen? Nein, danke schön. Welch Freude, euch zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Hey. Hey. War sonst noch was? Nein. Pardon, ich hab nicht zugehört. Oh. Bla, 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 bla. Genau, da macht das so. Und bei weiblichen Gnomen klingt das halt nochmal eine Ecke geiler. Also das ist... Ist das ein weiblicher Gnom? Ja, tatsächlich. Klingen wir sie mal an. Oh, seid ihr aber groß? Ja, wir sind größer als du. Schönen guten Tag. Grüß dich. Hey. Hey. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich dir auch. Hm, interessant. Ja. Welch Freude, euch zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Ja. Hey. Hey. Welch Freude, euch zu sehen. Hallo. Schönen guten Tag. Grüß dich. War sonst noch was? Nein. Ja, ihr seid eine Nervensäge. Ja, das sind wir. Aber da gibt es noch andere, die machen das. Ein bisschen süßer auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken. In Sturmwind gibt es ja einige Gnome und in der Eisenschmiede. Da kommen wir vielleicht irgendwann mal hin. So, das hatten wir vorgelesen. Und dann gucken wir mal hier. Kette, Platte, Stärke, Beine, Braumanetz, Brust, irgendwas. Alles egal. 1 Gold 97 nehmen wir trotzdem. Schönen Tag auch. Yes, und irgendwo aufgestiegen. Das kann ich hier überhaupt nicht lesen. Eieieiei. Das ziehen wir jetzt einfach alles ein bisschen hoch. Achso, das hatte ich schon in Sulfarak freigegeben. So. Ich hoffe jetzt echt, dass GUI bald aktualisiert wird. Sudala, wo? Möchte keine Gilde freundlich. Ah, okay. Da könnten wir jetzt bei uns in der Gilde. Das habe ich auch noch nie gezeigt. Wenn man in der Gilde, ja, Ruf bekommt. Man bekommt ja für alles in der Gilde Ruf, wenn man Quests erledigt. Und ja, wenn man da quasi Rufstufen aufsteigt, dann kann man sich in der Gilde kann man sich gewisse Sachen kaufen. Wir können uns jetzt zum Beispiel auf Stufe freundlich einen Gildenwappenrock kaufen. Wenn wir uns den anziehen, dann anziehen und quasi mit dem Quests erledigen, kämpfen etc. pp., dann kriegen wir quasi 50% mehr Ruf. Und da gibt es halt noch 1000 andere Sachen. Hier zum Beispiel auf Wohlwollend einen epischen Gildenwappenrock, womit es 100% mehr Gildenruf gibt. Und da gibt es halt wirklich verschiedene Sachen da. Ja, keine Ahnung, Gildentresor, Gutschein, 7. Platz. Okay, das kauft sich dann die Gilde insgesamt. Das ist, ja, irgendwelche Rezepte und hier ganz unten gibt es sogar einen Flugmount. Also man kann sich in der Gilde, je nach Rufstufe, die man bei der Gilde hat und... Ja, je nachdem, wie lange man halt in der Gilde ist. Ja, entsprechende Belohnungen kaufen. Das auch schon mal so als, als kleine Anmerkung. Im Prinzip, wir werden wahrscheinlich in keiner Gilde ehrfürchtig werden im Let's Play. Das heißt, wir werden auch niemals hier so einen Flugmount bekommen. Einfach, weil das zeitlich nicht hinhaut. Da muss man von Anfang an in der Gilde sein, immer mit den Raiden, immer die ganzen Daily-Quests und auch die anderen Quests machen, während man in der Gilde ist, dass man da halt irgendwann ehrfürchtig ist. Das dauert schon seine Zeit. Ich denke nicht, dass wir das im Let's Play schaffen. Aber gut. Jetzt haben wir 18,5 Minuten. Ah, das ist doch ein bisschen blöd. Ich könnte jetzt natürlich 2 Folgen aufnehmen. Dann könnte ich währenddessen das Zeug hier unten noch erledigen. Das mache ich vielleicht auch, aber im Prinzip wollte ich jetzt Bioshock weiter aufnehmen. Weil ich habe jetzt vor ein paar Stunden die erste Folge aufgenommen, die heute Abend um 20 Uhr kommt. Und ich merke gerade, dass ich langsam richtig in diesen falschen Zeiten reden kann. Während ich jetzt diese Folge aufnehme, ist es nämlich noch Freitag und ich rede schon über diese Folge, als wäre es jetzt schon Samstag 18 Uhr, während ihr sie euch anguckt. Nice! Da bin ich auf jeden Fall richtig stolz drauf. Auf jeden Fall heute um 20 Uhr die Bioshock-Folge, die kommt. Die erste, die habe ich jetzt vor ein paar Stunden aufgenommen, bevor ich diese Folge hier aufgenommen habe. Und ja, das Spiel macht richtig Bock, muss ich ehrlich sagen. Bin sogar zurzeit gerade am Überlegen, ob ich das nicht wirklich 12 Stunden am Stück aufnehme und durchspiele. Und dann wirklich nur noch die fertigen Folgen hochlade. Das macht richtig Spaß, obwohl jetzt am Anfang noch gar nicht viel vom Spiel freigeschaltet ist. Richtig geil, also ich kann euch das Let's Play auf jeden Fall nur ans Herz legen. Ich bin absolut begeistert von dem Spiel und ich habe auch absolut keine Zweifel mehr daran, dass die, ich glaube 96 von 100 beim Metascore war das, dass die berechtigt sind. Da habe ich absolut keine Bedenken mehr. Das Spiel, obwohl ich jetzt wirklich nur ein bisschen gezockt habe, das
Das motiviert einfach zum Weitermachen. So muss ein Spiel sein in meinen Augen. Und dementsprechend, ja. Bevor wir hier reinlaufen, würde ich sagen, beende ich mal die Folge. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen in der World of Warcraft Folge, beziehungsweise jetzt parallel zu dieser Folge bei der Sul'Farak Folge. Oder heute um 20 Uhr bei der Bioshock Folge. Genau, über die haben wir ja gerade geredet. Also danke fürs Zugucken und bis morgen. Tschüssi!